Max, lass uns vielleicht noch mal über die Gegenoffensive der Ukrainer sprechen. Wie kommt denn die ukrainische Armee aktuell voran? Also wir hören ganz aktuell von der ukrainischen Vize-Verteidigungsministerin, dass die Ukraine vor allen Dingen im Süden sehr, sehr schleppend vorankommt, weil die Russen dort nicht nur ihre früheren Stellungen vermint haben, sondern auch alle anderen Wege drumherum. Also das macht es dann sehr, sehr schwer, da überhaupt voranzukommen. Ich habe mich gestern auch mit Soldaten unterhalten und die haben auch gesagt, selbst wenn da Drohnen eingesetzt werden zur Aufklärung, um dann Minenfelder zu identifizieren, dann ist das trotzdem noch sehr unübersichtlich. Also viele von diesen Wegen dort sind eben auch mit Unkraut bewachsen. Das können die Drohnen zum Teil dann gar nicht mehr überblicken. Und selbst wenn man dann vorankommt, ist es eben noch eine große Gefahr. Ein Soldat aus dieser Gruppe, mit dem ich mich gestern unterhalten habe, der Mitte 20 war, der hatte beispielsweise auch ein Bein verloren, weil er über eine Mine gelaufen ist. Also all diese Probleme dort in der Gegenoffensive. Max Hermes war das. Ganz herzlichen Dank dir live in die Ukraine.